Meine Damen und Herren, liebe Frau Savoir, lieber Herr Locher, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Abendvortrag im ersten Marburger Wissenschaftsgespräch. Wir haben uns ein neues Format ausgedacht. Ein Format, in dem wir intensiv mit unseren Gästen diskutieren und zugleich auch die Öffentlichkeit an den Überlegungen teilhaben lassen. Themen der Marburger Wissenschaftsgespräche sind die großen Themen, die aktuell die Wissenschaft, aber auch die Öffentlichkeit und die Politik beschäftigen. Und ich freue mich sehr, Sie wissen ja, ich bin Kunsthistorikerin, darüber, dass mehr oder weniger durch einen glücklichen Zufall die Kunstgeschichte den Anfang macht mit einem wirklich umfassenden Thema. Wir haben das genannt, beziehungsweise Herr Locher und Frau Savoir haben das genannt, über das Fremde und das Eigene vom schwierigen Umgang der Geisteswissenschaften mit Kulturgut. Wären wir jetzt, wie es ja geplant war, in der Aula der Alten Universität oder wie es später geplant wurde, schon als Ersatz in der UB, also wären wir in der Aula, Frau Savoir, Sie kennen den Raum, wir haben Ihnen da mal vor vielen Jahren einen Preis verliehen. Wären Sie in der Aula, würde ich das Publikum, die Aula wäre jetzt auch schon ziemlich gut gefüllt, bitten, sich umzudrehen, um nämlich die beiden Bilder anzuschauen, die den preußischen Anspruch an die hessische und an die Weltgeschichte deutlich machen. Und damit bin ich auch bei dem, was uns heute Nachmittag schon beschäftigt hat, wie nämlich aus dem eigenen, nämlich dem Bild der preußischen Geschichte in diesem Fall, auch der Blick auf das Fremde, aufs Koloniale wird in dem kolonialen Zeitalter. Die Bilder in der Aula wurden 1903 fertiggestellt und da sehen Sie, ursprünglich war da Wilhelm II., der Rektor Magnificus, zu sehen. Da sehen Sie, wie die heilige Elisabeth den Fußboden wischt in ihrem Hospital und auf der anderen Seite, wie Kaiser Friedrich II. 1236 die Deutschordensritter zur Eroberung Preußens aussendet. Das ist nur auf den ersten Blick ein rein innenpolitisches Thema, ein preußisches Thema. Denn es geht um 1900 natürlich auch ums Kolonialreich. 1898 war Kaiser Wilhelm II. In Palästina gewesen. Und natürlich wurde behauptet, das sei eine reine Pilgerreise gewesen und habe überhaupt keine politischen Ansprüche und schon gar keine, die militärisch zu verfolgen wären. Das war bei der Marokko-Krise dann schon etwas anders. Und wie es wirklich gemeint war, sieht man auf dem Marburger Bild. Es sind eben Krieger, Ritter, Soldaten, zwar des 13. Jahrhunderts, aber klar, es geht um die Eroberung eines Reichs und eines Weltreichs. Also wären wir da, könnten Sie das sehen, was auch die Geschichte der Universität mit dem Thema das Fremde und das Eigene zu tun hat. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses ersten Marburger Wissenschaftsgesprächs beitragen. Natürlich ganz besonders herzlich bei Ihnen, Frau Savoir, dass Sie sich auf dieses Experiment einlassen, bei Herrn Locher, der den Paten gewissermaßen und den Arrangeur macht des wissenschaftlichen Inhaltes, und den Kolleginnen und Kollegen, auch unseren Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit Ihnen heute Nachmittag und auch morgen Vormittag weiter über diese Themen diskutieren. Und ich möchte mich auch sehr herzlich beim Team von UMR 2027 bedanken, die sehr flexibel von dem einen Format auf das andere umgestiegen sind. Die Universität ist also auch in diesen Zeiten lebendig und in einem wissenschaftlichen Austausch. Und sie ist auch für die Öffentlichkeit da. Natürlich fehlt uns etwas. Normalerweise würden wir nach dem Vortrag im Kreuzgang der Alten Universität anstoßen und uns noch sehr, sehr lange über
Themen Ihres Vortrags von heute Abend und natürlich auch über Gott und die Welt und alles, was uns beschäftigt, unterhalten. Das fällt in Zeiten der Pandemie aus. Aber das ist fast der einzige Verlust und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Frau Savoir, und würde jetzt das Wort an Herrn Locher geben für die Einführung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Frau Krause. Ich glaube, man kann mich gut hören, ja? Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Benedikt Savoy, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wissenschaft ist nicht nur eine Angelegenheit für Spezialisten. Ihre Forschungswege und Erkenntnisse sind in einen gesellschaftlichen und politischen Kontext eingebettet. Wissenschaft hat daher das Potenzial, neue Perspektiven auch über den disziplinären Horizont hinaus zu eröffnen. Sie kann tradierte Ordnungen in Bewegung bringen, erschüttert vermeintliche Gewissheiten, generiert Erkenntnisse, die für Politik, Wirtschaft und Ethik von Belang sind. Dieser Aufgabe möchten die Marburger Wissenschaftsgespräche gerecht werden, indem sie die gesellschaftsbildende Kraft der Wissenschaft aktivieren, zum einen in einem interdisziplinären Kreis von Forscherinnen und Forschern der Philipps-Universität, zum anderen aber auch in der Öffnung für ein weiteres Publikum. Wesentlicher Teil der Konzeption ist die Einladung eines Gastes, einer Persönlichkeit, welche durch die eigene Forschung und ihr Renommee in besonderer Weise das gemeinsame Gespräch anregen kann und auch in der Lage ist, eben jenes Publikum zu interessieren, dass unsere Universität gewogen ist, mit Interesse vielleicht und hoffentlich auch mit Skepsis folgt und unter normalen Bedingungen entweder in Marburg selbst ansässig ist oder den Weg nach Marburg nicht scheut. Die aktuelle Situation nun verhindert es leider, dass wir wie lange geplant uns im eben einmaligen und festlichen Rahmen der Aula treffen können. Wir mussten also recht kurzfristig auf ein digitales Format ausweichen. Es ist zwecklos, dieses nun zu bedauern. Es hat auch Vorzüge. Ich ziehe es also vor, darin auch eine Chance zu sehen. Immerhin haben wir die ersten technischen Probleme heute Abend schon bewältigt. Nun wollen wir es nicht zu sehr beschreien. Unser Teilnehmerkreis ist nun inzwischen auf 275 Personen angestiegen. Man kann das ja immer auch messen. Ich hoffe sehr, dass das nicht noch zusammenbricht, wenn wir dann eine gewisse Zahl überschreiten. Nun, dank der verfügbaren Technologie können wir gerade in dieser angespannten und für viele von Ihnen und von uns schwierigen Zeit des weitgehenden Stillstandes des realen öffentlichen Lebens, der Kultur einen Beitrag leisten und die Fahne der Wissenschaft ebenso wie der Kultur hochhalten. Und so möchte ich Ihnen schon vorab allen danken, besonders aber unserem heutigen Gast, Frau Professorin Benedikt Savoy, dass Sie sich von den Mühen dieser besonderen Umstände nicht haben abschrecken lassen. Auch den Zuhörern, Zuhörerinnen gilt dieser Dank. In der Tat hat das, was wir im Rahmen dieser Wissenschaftsgespräche zu diskutieren haben, heute eine besondere Relevanz. Ein besonderes Gewicht nicht nur als spezielles wissenschaftliches Problem, sondern im Kontext einer Fragestellung, die unsere Gesellschaft und nicht zuletzt auch die aktuelle Politik in vielerlei Ableitungen beschäftigt. Es geht um die Frage nach dem Fremden und dem Eigenen im geisteswissenschaftlichen Umgang mit Kulturgut. Das sind große Fragen und schwierige Reizwörter. Wir haben denn auch die Wörter das Fremde und das Eigene in unserem Programm in Anführungszeichen gesetzt. Dies soll darauf hinweisen, dass wir über die Bedeutung und die Relevanz dieser Begriffe zu sprechen haben. Es ist nicht von vornherein klar, ob diese uns aus allen möglichen Bereichen ganz vertrauten Wörter überhaupt angemessen sind, um zu bezeichnen, womit wir im Umgang mit Kulturgut in den Geisteswissenschaften befasst sind. Sicher ist allerdings, diese Kategorien spielen eine Rolle, wenn es darum geht, über die Bedeutung, die Funktion von Kunst, von Architektur, von kulturellen Objekten unterschiedlichster Art nachzudenken.
Es genügt dazu vorerst als Einstieg heute Abend einige weitere Begriffe, Begriffe, die wir bereits heute Nachmittag in unserem Symposium intern diskutiert haben, aufzuwerfen, um das Spannungsfeld anzuzeigen, in dem wir uns bewegen. Wenn es um Kultur geht, dann kommen schnell Begriffe wie Kulturgut ins Spiel. Wir sprechen alsbald von nationalem Kulturgut, wenn nicht gar von entsprechendem Kulturbesitz, so etwa im Namen der bekannten Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Aber es gibt auch die Rede von Weltkultur, vom Weltkulturerbe sogar, womit ausgedrückt sei, dass manche Dinge angeblich oder tatsächlich nicht oder nicht nur einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft gehören, sondern darüber hinaus oder sogar grundsätzlich eben allen der Menschheit. Was verhandelt wird, wenn dergleichen Begriffe ins Spiel kommen, sind große existenzielle Angelegenheiten. Es geht um Fragen der kollektiven Identität, um Funktionsweisen der Gemeinschaft, um das Zusammenleben unterscheidbarer, sich unterscheidender, oftmals sich auch abgrenzender Gruppen in einem größeren Ganzen, das wir als eine ideelle, universale Weltgemeinschaft doch gerne verstehen mögen. Im Bereich der Kultur gewinnen diese Aspekte menschlicher Selbstbestimmung Gestalt. Hier und in den zugehörigen Wissenschaften können und müssen sie auch diskutiert werden, nicht nur in der großen oder kleinen Politik. Um dergleichen aber anzugehen, bedarf es des Mutes und des Willens zum Engagement. Unser heutiger Gast, Frau Professorin Bénédicte Savoy, verfügt darüber ganz zweifellos. Doch nicht nur dies, sie verfügt über die in unserer spezialistischen Wissenschaften so seltenen Eigenschaft, die Relevanz der von ihr behandelten Fragen und Gegenstände sowohl den Fachkolleginnen und Kollegen im engeren Sinn deutlich machen zu können, wie auch einem weiteren Kreis. Sie vermag in einer Weise aufzutreten, die auch in den höheren Etagen der politischen Macht ankommt. So finden unsere gemeinsamen Anliegen dort Gehör. Nicht nur dies. Bénédicte Savoy hat schließlich sogar eine in unserem Fach noch sehr viel seltenere mediale Prominenz erreicht. Ob das angenehm ist oder nicht, müssen wir Frau Savoy vielleicht selbst noch einmal fragen. Aber es ist schon einmal bemerkenswert, dass eine überaus ernsthafte und ernstzunehmende Kunsthistorikerin die Ehre zuteil wird, in einem Format wie Jan Böhmermanns Comedy-Sendung Neo-Magazin Royal aufzutreten. Einige von Ihnen haben es vielleicht gesehen. Die Seriosität von Bénédicte Savoys Arbeit ist indessen über jeden Zweifel erhaben. Sie ist nicht nur in der deutschen akademischen Welt anerkannt, sondern ebenso in ihrem Herkunftsland Frankreich. Dort nämlich an der Universität Paris-8 wurde sie im Jahr 2000 mit einer Studie zum napoleonischen Kunstraub in Deutschland promoviert, die 2003 unter dem Titel Patrimoine annexé gedruckt wurde und im Jahr 2011 mit dem um einiges deutlicheren Titel Kunstraub auch in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Frau Savoy war zunächst Juniorprofessorin an der Technischen Universität Berlin, wo sie 2009 zur Professorin für Kunstgeschichte der Moderne berufen wurde. Bereits 2011 wurde sie, worüber wir uns besonders freuen, mit dem zum zweiten Mal verliehenen Richard-Hamann-Preis für Kunstgeschichte ausgezeichnet. Weitere größere Ehrungen und Auszeichnungen ließen nicht auf sich warten. 2016 wurde ihr der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft zuerkannt. Seit 2017 wurde ihr eine der größten Ehrungen und Auszeichnungen zuteil, die Frankreich an eine Geisteswissenschaftlerin vergeben kann, indem sie zur Professorin für Kulturgeschichte des europäischen Kunsterbes 18. bis 20. Jahrhundert am Collège de France in Paris ernannt wurde. Diese Bezeichnung ihres Lehrbereiches in Französisch Histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe, 18. au 20. siècle, entspricht genau ihren Forschungsinteressen.
Savoie hat sich in bahnbrechenden Studien mit den Anfängen der modernen Museumskultur befasst und dazu etwa den wichtigen Sammelband, ich zeige Ihnen hier kurz, Tempel der Kunst, die Entstehung des öffentlichen Museums in Deutschland 1701 bis 1815 im Jahr 2006 oder die Anthologie zur Museumsgeschichte mit kommentierten Quellentexten verfasst. Benedikt Savoie ist durch eine große Anzahl von wichtigen, bedeutenden Forschungen vorgetreten, die alle verfügbar sind. Der bekannteste Beitrag, ich zeige es noch mal ganz kurz, das ist derjenige über Zurückgeben, über die Restitution afrikanischer Kulturgüter, den Bericht, den Sie im Auftrag von Emmanuel Macron gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler, dem senegalesischen Kulturwissenschaftler Felwine Sarr verfasst hat und in dem sie zur Frage der Restitution von afrikanischem Kulturgut in öffentlichem Besitz aus den Zeiten kolonialer Herrschaft sich geäußert hat und der seit 2019 auch in deutscher Übersetzung verfügbar ist. Dieser Bericht stellt diese Auseinandersetzung mit dem Kulturgut aus kolonialer Herrschaftszeit, afrikanischem Kulturgut im öffentlichen Besitz, stellt nur einen der Schwerpunkte von Benedikt Savoie dar. Er ist aufgehoben, dieser Schwerpunkt, in weit zurückreichenden Forschungen zur Museumskultur in Deutschland, in Frankreich, aus der Zeit der Anfänge des Museums, der Institutionalisierung des Museums. Mit diesem jüngsten Bericht hat sie viel Aufmerksamkeit erreicht und auch viele, manche kontroverse Diskussionen angeregt und befeuert. Das Bemerkenswerte an diesem Bericht für uns jetzt auch ist, dass sie, die beiden Autoren, die Autorin und der Autor, nicht neutral bleibt, sondern auf wissenschaftlicher, auf historischer Grundlage Konsequenzen einfordert. Vehement setzen sich die Autorin und der Autor für die weitere Aufarbeitung der Geschichte der kolonialen Besitznahme ein und fordern zum Zweiten die Rückgabe der wichtigsten translozierten Kulturobjekte, wozu sie auch konkrete Szenarien eines möglichen Prozederes entwickeln. Für die Wissenschaft scheint mir vor allem das zuerst genannte Anliegen grundlegend. Der Bericht benennt eine Forschungsaufgabe und zeigt zugleich exemplarisch an, wie diese Forschungsaufgabe einzulösen ist. Die historische Arbeit zur Rekonstruktion der Bedingungen, unter denen dieses Kulturgut in die Museen gekommen ist, in die europäischen Museen, in unseren Bereich. Dieser Aufgabe hat sich Benedikt Savoie in der Folge weitergestellt. Und sie wird nun aus diesem Bereich der historischen Erforschung des Umgangs mit Kulturgut aus kolonialem Besitz heute ihren Vortrag als Beitrag zu den ersten Marburger Wissenschaftsgesprächen halten. Und ich hoffe, es bleibt dazu noch Energie und Zeit, im Anschluss daran auch noch mit uns ein wenig diskutieren. So, nun übergebe ich gerne die hoffentlich jetzt funktionierende virtuelle Bühne an unseren Gast, Professorin Benedikt Savoie. Liebe Benedikt, du hast das Wort. Sehr lieber Hubert Locher, sehr geehrte Präsidentin und Kollegin Frau Krause, das ganze Team um Sie herum und Frau John haben mich gerade platt gemacht durch diese unbesiegbare gute Laune und ich bin froh, dankbar und sehr geehrt, dass ich hier in diesem virtuellen Raum bei Ihnen sein darf. Ich fange sofort an. Der Nachmittag, den wir hatten, war bereits sehr anregend und Ihre oder deine, lieber Hubert, warmen Worte habe ich sehr gerne gehört und es gibt mir Mut, jetzt weiter zu machen.
Ich werde heute etwas erzählen, was mich in den letzten Monaten intensiv beschäftigt hat. Es geht um Forschungen zu einem Buch, das im März erscheinen wird unter diesem Titel Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Bei CH Beck soll das erscheinen und das hat mein ganzen Gehirn eingenommen. Deshalb erzähle ich jetzt heute darüber und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Sie sagten, Frau Krause, zu Beginn unseres Nachmittages, dass die Themen der ersten Marburger Wissenschaftsgespräche Themen sind, die uns und die Welt bewegen. Und genau damit möchte ich anfangen, und zwar mit der Feststellung, dass das Thema Restitution von Kulturgütern, Objekten, Kunstwerken, wir wollen uns jetzt nicht gleich zu Beginn festlegen, Museumsbestände vielleicht nach Afrika, dieses Thema beschäftigt uns in Europa stark und sehr, in Frankreich, in Großbritannien, in Belgien, in Deutschland auch, im deutschsprachigen Raum muss man sagen, auch in Österreich, in den Niederlanden, etwas weniger wegen der anders gelagerten Kolonialgeschichte. Und das beschäftigt aber nicht nur uns in Europa, sondern und vielleicht noch stärker und noch mehr viele intellektuelle Dichter, Kulturschaffende, Universitätsleute in Afrika selbst und insgesamt in der Welt. Ich zeige Ihnen, und weil wir jetzt in diesem virtuellen Raum sind, auf dieser Plattform kann ich Ihnen keine Filmauszüge zeigen, leider, was ich sehr gerne gemacht hätte, aber ich zeige Ihnen ein paar Stills. Ich entführe Sie mit nach London im Januar 2014. Vor einigen Jahren schon. Wir sind in einem Film und in diesem Film, in der nächsten Szene, wird ein junger nigerianischer Student, der gerade eine Vorlesung gehört hat über die Kunst aus dem Königreich Benin, er wird verhaftet und zu einem Gericht geführt, zu einem britischen Gericht. Warum? Weil er nach dieser Vorlesung, die er gehört hat, direkt ins britische Museum gegangen ist in London und sich nachts ein Objekt ermächtigt hat, von dem er behauptet, es gehöre seinen Vorfahren und er müsse das zurück nach Hause bringen. Er wird vor Gericht geführt und gewinnt am Ende, oder ja, ihm wird gesagt, dass er richtig gehandelt hat. Diese Richterin hier in voller Montur spricht ihn sozusagen frei und der Film beendet mit einer großen Umarmung zwischen einem britischen Polizisten und diesem jungen nigerianischen Studenten. Das ist der Anfang des Filmes und der wird zu einer Gelegenheit, einer Erzählung, die das Publikum, die Zuschauerinnen und Zuschauer zurückführt in das Jahr 1897, als die Hauptstadt des Königreichs Benin, nämlich Benin City im aktuellen Nigeria, von britischen Truppen geplündert wird. Der Film heißt Invasion 1897, ist von Lancelot Oduwa-Imasuen und gehört zu den großen Filmen des nigerianischen Kinos, Nollywood genannt, das ja eine große Tradition seit der Unabhängigkeit hat. Was ich mit diesem Einstieg machen wollte, war, uns daran zu erinnern, dass das Thema, wovon wir vielleicht denken, ja, das ist ein europäisches Thema etc. und das ist gerade aufgepoppt, gar nicht nur europäisch ist. Im Gegenteil, erstens. Und zweitens ist dieses Thema schon längst in der Popkultur angekommen. Also es ist kein Thema für akademische Vorgebildete oder nur für Museumsleute, sondern es ist schon voll und ganz in den Kinos angekommen und zwar schon in dem Fall 2014. Das heißt, wir sind schon am Ende fast einer Bewegung und erleben einen Druck, den wir in Europa gar nicht mitbekommen, weil wir solche Filme selten in unseren Kinos haben, aber der durchaus draußen, wenn man so möchte, präsent ist. Als ich mit meinem Kollegen Felouin Sarr, den Sie hier auf der linken Seite sehen, die Ehre hatte, für Emmanuel Macron, den Sie hier mit dem Rücken sehen, diesen
Bericht über die Restitution von Kulturgütern nach Afrika. Als wir dieses Glück hatten, haben wir verschiedene Arten der Arbeit durchgeführt, um zu einem Bericht zu kommen. Wir hatten 8 Monate Zeit und sind einerseits, Sie sehen hier den Bericht selbst, wir sind einerseits in 4 afrikanische frankophone Länder gereist und haben eine Erfahrung gemacht, die für mich, ich würde fast sagen, existenziell war, die Erfahrung, die körperliche Erfahrung, die physische Erfahrung der Abwesenheit von Kulturgütern an einem Ort, wie hier zum Beispiel im Königspalast von Abomey, das ist in der aktuellen Republik Benin neben Nigeria. Das haben wir an einem Donnerstagnachmittag gesehen und flogen dann mit dem Nachtflug zurück und hatten am Freitag früh um 9 einen Termin im Musée du Quai Branly, wo wir sozusagen ein paar Stunden später, nachdem wir die Abwesenheit von Objekten an ihrem ursprünglichen Ort erlebt hatten, ein paar Stunden später sahen wir diese Objekte am anderen Ort, und zwar im Musée du Quai Branly. Diese Erfahrung der Abwesenheit und der Anwesenheit innerhalb von 24 Stunden von Kulturgütern ist ein Privileg. Man kann sich intellektuell konstruieren, wenn man im Museum ist, dass die Objekte, die da sind, an anderen Stellen und Orten nicht sind. Also das, was einmal authentisch, unikat ist, ist nur einmal da, in dem Fall in Paris. Aber und ich hatte viel darüber geschrieben, dass wir immer die Abwesenheit mitdenken müssen. Aber wenn man sie erlebt, ist das eine andere Sache. Also vielleicht das größte intellektuelle Erlebnis einerseits war, diese doppelte Seite der Museen physisch zu erleben. Aber wir haben uns auch in Paris, vor allem in Archiven begeben, um dort nach Spuren von ehemaligen Reklamationen zu suchen. Und unsere Idee, bevor wir mit der Arbeit begonnen hatten, war, wir werden sicherlich ganz viele Stapeln von Reklamationen finden, aus afrikanischen Staaten, die bestimmt nie beantwortet worden sind. Und unsere erste Empfehlung an Emmanuel Macron wird sein, er soll die Briefe beantworten. Also suchten wir haben natürlich keine solche Briefe in Stapeln gefunden, sondern, was fast viel schlimmer war, Stapeln von, und wenn ich von Stapeln spreche, spreche ich von Hunderten von Seiten, von Materialien, Berichten, Stellungnahmen, Korrespondenzen, Presseauszüge etc., die uns gezeigt haben, dass die Debatte, von der wir dachten, dass sie ja unsere Debatte ist, ganz aktuell, junger Präsident Emmanuel Macron, der gerade was ganz Neues macht, kurzum, diese Debatte, stellten wir fest, hatte es schon gegeben, und zwar als Felwin Sarr und ich kleine Kinder waren, also ungefähr 6 Jahre alt war, in den 70er oder Anfang der 80er Jahre. Nachdem wir den Bericht abgegeben haben, habe ich weiter geforscht und weiter geschaut, ob es nur in Frankreich so war, diese Debatte, oder ob man auch in Deutschland Spuren davon finden kann. Und die Spuren waren ungeheuerlich zahlreich. Ich zeige Ihnen jetzt nur, wir sind immer noch in der Einleitung, ein paar Aktendeckel hier aus dem politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin. Sie sehen Betreff, zweitens Forderung der Rückgabe von Kulturgut, Datum von Januar 79 bis November 79. Und wenn man weitersucht, findet man natürlich bei der UNO viel Material, aber auch in Kunst- und Kulturverwaltungen von afrikanischen Staaten. Sie sehen hier einen Brief, der nach Stuttgart ging, aus Lagos, von der antiken Behörde dort, mit dem Stempel Secret. Ganz oft sind diese Archivalien mit diesem vertraulich Zeichen versehen, oder auch in verschiedenen deutschen Ministerien, wie im Ministerium des Innern für die Bundesrepublik, was ja zuständig für die Kultur oder für Museen waren, zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Kulturstaatsministerin gab. Oder eben, man findet Spuren von dieser Debatte auch in unterschiedlichen Museen. Hier nur ganz kurz ein Brief, auch aus den 70ern, aus dem Lindenmuseum in Stuttgart. Ich habe Tausende von Seiten fotografiert, gefunden, geordnet und festgestellt, dass diese
Debatte der späten 70er Jahre, so dachte ich zumindest am Anfang, diese Debatte ähnelt sehr der Debatte oder der Diskussion über die Erwärmung des Klimas. Vor einigen Jahren hat Nathaniel Rich, ein New Yorker Journalist, letztes Jahr war das, 2019, veröffentlicht, Losing Earth. Darin hat er die Klimadebatte der 70er und 80er rekonstruiert und gezeigt, wie wir damals, Anfang der 80er, fast, also wir als Menschheit oder die Entscheidungsträger, gerade in den USA, fast die richtigen Entscheidungen getroffen haben, um die Klimakrise, die wir heute haben, zu verhindern. Und dass es aber damals scheiterte. Und er hat das rekonstruiert und für mich hörte sich die Restitutionsdebatte plötzlich genauso an. Also es hat sie schon einmal Ende der 70er gegeben. Sie wäre fast zu Entscheidungen gekommen, die uns die aktuelle Debatte erspart hätten. Aber es ist nicht nur gescheitert, sondern auch vergessen gemacht worden, denn niemand erinnerte sich unter unseren Ansprechpartnern in Frankreich jedenfalls und hier auch in Deutschland an diese erste Welle der Debatte. So habe ich angefangen weiterzusuchen mit der Idee, dass 1979 ungefähr in dem Dreh der Anfang unserer Gegenwart war, wie das in anderen politischen Bereichen auch der Fall war. Sie sehen hier ein Filmplakat von einem Film, der mit derselben Idee hantiert. Es geht da nicht um Restitution, sondern generell um die Strukturen in den politischen, in denen wir heute leben. So, das war die viel zu lange Einleitung. Jetzt sage ich Ihnen, wie ich den Vortrag strukturiere, und zwar in drei Schubladen, und zwar in drei Kapiteln. Die heißen erstens zurückdatieren, zweitens politische Kräfte und drittens Abwehr. Und insgesamt geht es darum, sich zu fragen, mich zu fragen, mit Ihnen zusammen, was ist denn passiert, dass diese erste Debatte gescheitert ist, erstens, und zweitens, dass wir sie komplett vergessen haben. Wie sah diese Debatte überhaupt aus? Erstens, zurückdatieren. Ich gehe mit Ihnen kurz in so eine Akte von 1979. Sie sehen das hier rechts und wir sehen einen kleinen Zeitungsartikel, die dritte Welt will Kunst zurück. Das war 1979 und wenn wir auch in Pressearchiven schauen, stellen wir fest, dass die Presse, die deutschsprachige Presse in Westdeutschland, die Frankfurter Allgemeine Zeitung in dem Fall, durchaus von dieser Debatte berichtete und in einem Artikel, in einem sehr langen Artikel zum Thema, lautet der erste Satz: Seit etwa 6 Jahren geht ein Gespenst um in europäischen Museen, kurz Restitution genannt. Gemeint ist damit eine Rückkehr von musealen Objekten in ihre Ursprungsländer, wie sie in der UNESCO gefordert worden ist, auf Verlangen einer Gruppe schwarzafrikanischer Staaten. Also, wir schreiben den 18. Mai 1979 und die FAZ, in freier Anlehnung an Karl Marx, erzählt uns, dass es schon seit 6 Jahren ein Gespenst gibt in europäischen Museen und das soll das Thema Restitution sein. Also wir schreiten zurück in die Zeit. Das, was ich zunächst dachte, dass diese Debatte um 79 ihren Beginn, ihren Anfang hatte, war eine ältere Debatte anscheinend und so fassten das die Zeitgenossen auf. Wenn wir 6 Jahre zurückgehen, schreiben wir dann das Jahr 1973 und tatsächlich begann damals anlässlich einer Rede des Diktators Mobutu Sese Seko, des Präsidenten von Zaire, den Sie hier sehen, vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Da Ende 1973 forderte Mobutu Sese Seko die Restitution von einigen wenigen Gegenständen, die die reichen Länder, wie er sagte, an die armen Länder zurückgeben sollen. Dieses Datum gilt seitdem, also Ende 1973, als Stunde Null der Restitutionsdebatte. Eigentlich betrat das Thema die internationale Bühne. Ich lese Ihnen einen ganz kurzen Auszug aus dieser Rede, die eine Abrechnung mit dem Kolonialismus insgesamt war und das Thema Kunst und Kultur kommt gegen Ende der Rede vor.
Ich bitte diese Generalversammlung, sagte Mobutu, um die Annahme einer Resolution, mit der Sie die reichen Länder, welche Kunstschätze der armen Länder besitzen, auffordert, einige von ihnen zurückzugeben, so dass wir unseren Kindern und Kindeskindern die Geschichte ihrer Länder vermitteln können. 1973 passierte oder stimmte die Generalversammlung tatsächlich für eine solche Resolution und damit begann die Geschichte der Restitutionsforderungen ihre internationale Laufbahn. Also dort begann es. Sie sehen an den Argumenten, oder etwas möchte ich herauspicken aus diesem Zitat, das ist die Tatsache, dass Mobutu nur von einigen Objekten spricht. Also es geht um einige Rückgaben. Er argumentiert vorher, dass die afrikanischen Länder kaum noch etwas haben, dass während der Kolonialzeit sehr viel oder fast alles an historischen Kulturgütern entführt wurden. Und er möchte einige davon haben, um als Basis, als Sockel, um generationsübergreifend die eigene Geschichte erzählen zu können. Das ist oder gilt als Stunde Null der Debatte. Wenn man weiterkratzt, stellt man aber fest, dass es schon vorher viele Stimmen gegeben hat aus dem afrikanischen Raum, die sich mit dem Thema befassten. Ich zeige Ihnen hier leider nur ein paar Stills aus einem wunderbaren Film von Ni Kwate Owu. Er ist ein ghanaischer Filmemacher und hat in London studiert in den 60ern nach der Unabhängigkeit von Ghana. Und sein Abschlussfilm an der Filmakademie in London war ein Film in den Kellern des British Museum. Sie kennen oben rechts die Fassade des British Museums. Und dann geht dieser Regisseur, hier ist er zu sehen, im zweiten Bild unter der Fassade, in die Kellerräume, in die Kellergewölbe des Museums und packt afrikanische Objekte aus. Der Titel des Filmes ist You Hide Me, ihr versteckt mich oder du versteckst mich. Und hier wird argumentiert, dass die Objekte nicht nur gewaltsam weggenommen wurden, sondern überhaupt keinen Nutzen haben in den europäischen Museen oder im britischen Museum. Der Film endet mit dieser Aufforderung: Wir, die Menschen Afrikas und afrikanischer Abstammung, fordern, dass uns unsere Kunstwerke, die unsere Geschichte, unsere Zivilisation, unsere Religion und Kultur verkörpern, unverzüglich und bedingungslos zurückgegeben werden. Das ist ein Film von etwa 20 Minuten, der eine riesige Wirkung hatte. Er wurde auf Filmfestivals in der Bretagne, in Taschkent, in der UdSSR, in Afrika, in Paris, in London gezeigt und galt und gilt bis heute als eine der ersten Forderungen für die Restitution von Kulturgütern, also große Rezeption. Aber auch das ist nicht der Anfang, sondern wenn wir noch weiter zurückspulen, stellen wir fest, dass beim ersten panafrikanischen Kulturfestival in Algier 1979, Sie sehen hier das Plakat zu einer Ausstellung, dass hier ein Manifest verabschiedet wurde, in dem Intellektuelle aus verschiedenen afrikanischen Ländern auch Rückgaben forderten. Sie schrieben am Ende des Manifestes, die Erhaltung der Kultur hat die afrikanischen Völker davor bewahrt, zu Völkern ohne Seele und ohne Geschichte zu werden. Darum verwendet Afrika so viel Sorgfalt und legt so viel Wert auf die Wiedererlangung seines kulturellen Erbes. Man könnte sehr, sehr viele weitere Beispiele sammeln. Alle haben eine Richtung im Grunde. Sie sagen, wir könnten einige dieser Objekte gut gebrauchen, um ab jetzt, also im Zustand der Unabhängigkeit, unsere eigene Geschichte besser kennenzulernen einerseits und andererseits weiter zu vermitteln an kommende Generationen. 69 ist aber auch nicht der Anfang. Wir können auch Zeichen der politischen Ikonografie finden. Hier ein Heft, das von den nigerianischen föderalen Behörden publiziert wurde, 1966. Das Heft selbst spricht nicht über
Restitution oder reklamiert nichts, aber das Cover zeigt eine dramatisch fotografierte Maske aus dem British Museum, die sogenannte Queen Idia Maske, daneben mit diesem einprägsamen Layout die Worte Our Cultural Heritage, also unser Kulturbesitz, und hier die Gegenüberstellung von einer Maske im britischen Museum mit diesem, mit dieser Behauptung, es sei das eigene Kulturerbe, ist eine leise Form der Reklamation. Ich höre gleich auf mit diesen Beispielen, mit dem allerersten Text, den ich finden konnte, eine klare Reklamation von 1965 eines wichtigen Akteurs der schwarzen Bewegung in Paris der 50er Jahre, Paulin Joachim, der nach der Unabhängigkeit von Senegal nach Dakar ging, eine Zeitschrift namens Bingo herausgab und im ersten Artikel der ersten Ausgabe von 65 publizierte er einen Text mit dem Titel Rendez-nous, l'art nègre, also gibt uns die Negerkunst, so wurde historische Kunst aus Afrika damals genannt, gibt uns diese Kunst zurück. In diesem Artikel geht Paulin Joachim in die Richtung, die wir schon gerade kennengelernt haben. Er behauptet, dass Afrika bis jetzt als ein Kontinent ohne Geschichte und ohne eigene Kultur behandelt wurde und dass die Rückgabe von Kulturgütern es ermöglichen würde, Afrika die historische Bühne zu betreten und sich gleichzustellen mit den anderen Kulturen. Er vergleicht die Kulturen auch mit der Griechenlands. Was haben wir durch diesen schnellen Ritt gelernt? Erstens, dass das, was uns so neu erscheint, schon seit mehreren Jahrzehnten läuft, und zwar seit 50 Jahren etwa. Erstens. Zweitens, dass die Restitutionsforderungen eng verknüpft sind mit den Unabhängigkeitsbewegungen der 60er Jahre und des Jahres 1960, als 18 afrikanische Staaten ihre Unabhängigkeit erlangten. Und wir finden tatsächlich in der berühmten Erklärung zur Unabhängigkeit der ehemaligen kolonialen Ländern, der Resolution 1514, sehen wir, dass tatsächlich in Artikel 2 und 3 die behauptet wird oder erklärt wird, dass alle Völker ein Recht auf Selbstbestimmung haben, auch in kultureller Hinsicht. Und Artikel 3 ist aus meiner Perspektive sehr interessant. Da heißt es, dass keine Argumente politischer, wirtschaftlicher, sozialer oder bildungstechnischer Art dürfen angewandt werden, um zu sagen, die sind noch nicht gut vorbereitet und können nicht unabhängig werden. Also es darf kein Argument werden, der Vorbereitungsgrad oder die Infrastrukturen dürfen nicht als Prätext, als Vorwand genommen werden, um Unabhängigkeiten zu verhindern. Das ist das Erste. Die Chronologie reicht sehr, sehr weit zurück. Erstens und zweitens, diejenigen, die ihre Kulturgüter haben wollen, sind tatsächlich Intellektuelle oder Politiker, intellektuelle auch Frauen übrigens, aus dem afrikanischen Kontinent. Bis 1963 passiert das nur auf dem afrikanischen Kontinent, diese Förderung. Und dann 1973 wird die internationale Bühne davon getroffen und dadurch auch die europäischen Museen, so dass die FAZ dann 6 Jahre später sagen kann, es läuft schon seit 6 Jahren. Aber es lief schon viel, viel länger als 6 Jahren, nämlich schon seit 20 Jahren mindestens. So, das war nur, um daran zu erinnern, weil wir das gar nicht wissen, dass diese Forderungen schon so alt sind. Wir denken immer, ja, und wir werden darauf zurückkommen nachher. Nigeria fordert seine Benin-Bronzen seit 2, 3 Jahren oder seit einem Sommer. Nein, die Tatsache ist, dass diese Forderungen schon seit den späten 60ern, 70ern offiziell vorliegen. Zweitens also politische Kräfte. Ich habe das schon angedeutet und gesagt, die zwei Instanzen und Akteure, die die Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre am meisten getragen haben oder
in die Offensiv verteidigt haben, sind einerseits Amadou Maktar Mbo. Er war der erste afrikanische General und einzige Generaldirektor der UNESCO ab Ende 1974. Er wird richtig aktiv ab 1975. Einerseits und macht die Restitutionsfrage zur Chefsache bei der UNESCO und andererseits, ein anderer wichtiger Akteur, ist ebenfalls aus dem afrikanischen Kontinent Egbo Eyo, ein promovierter Archäologe, der größte Kenner der nigerianischen Kunst, der in Lagos Leiter der Altertumsbehörde war und 1931 geboren war. Amadou Maktar Mbo lebt heute noch in Dakar, ist ein 100-jähriger Opa und Egbo Eyo starb in den USA, wo er in den 80er Jahren eine Professur angetreten hatte. Diese beiden sind die Gesichter der Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre und man kann es nicht genug wiederholen, dass der Impuls oder das Bedürfnis, diese Objekte zurückzuhaben, aus dem afrikanischen Kontinent kam. Man muss es deswegen wiederholen, weil wir manchmal hören, ja, damit beschäftigen sich die Europa oder das ist eine postkoloniale Debatte für gelangweilte Akademiker oder für ich weiß nicht was. Nein, das ist ein Wunsch aus dem afrikanischen Kontinent und der wurde jahrzehntelang getragen. Ich muss kurz bei mir zu Hause dafür sorgen, dass meine Kinder leiser werden, weil es mich gerade stört. Und Entschuldigung, ich mache das ganz, ganz, ganz kurz. Es tut mir leid. So. Jetzt bewegt sich meine PowerPoint auch weiterhin. Durch die Bemühungen von Amadou Maktar Mbo ab Mitte der 70er Jahre und von Egbo Eyo ab Anfang der 70er Jahre gelang es bei der UNESCO im Rahmen von multilateralen Verhandlungen und durch viele Resolutionen, dass Anfang der 80er Jahre sogar ein Formular für Restitution gedruckt wurde. Sie sehen hier Formulär Type pour les demandes de retour ou de restitution. Solche Formulare. Ein Tonproblem gerade. Ich hoffe, Sie hören mich richtig. Ich habe ein Echo. Solche Formulare finden sich in unausgefüllten Mengen in Pariser Archiven, aber auch, wie ich jetzt festgestellt habe, in deutschen Archiven. Kurzum, die UNESCO und Behörden wie die nigerianische Altertumsbehörde schafften das im Laufe der 70er Jahre um 79, 80, 81. Viele europäische Museen und nicht Museen, Entschuldigung, Regierungen davon zu überzeugen, dass Restitution stattfinden sollten und dass sie eine Geste ein Zeichen für eine bessere Zukunft wäre. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele der Reaktion aus europäischen Regierungen. Zunächst hier ein Bericht, der uns erschüttert hat, Felwin Sarr und mich, als wir ihn gefunden haben. Ein Bericht von Pierre Cognam. Pierre Cognam war ein ehemaliger Louvre-Direktor, also kein Anarchist mit einem Messer zwischen den Zähnen, auch kein postkolonialer Aktivist, sondern ein sehr etablierter Museumsmann, der 1982 beauftragt wurde, genau den Bericht zu schreiben, den Felwin Sarr und ich geschrieben haben. Also gab es das alles schon einmal. Er versammelte Universitätsleute, Museumsleute, interviewte viele Kolleginnen und Kollegen auch in afrikanischen Ländern und kam in diesem Bericht zu dem Schluss, dass les membres du groupe de réflexion, also die Mitglieder der Afrika-Gruppe, so nannten sie sich, sind alle favorable à la promotion du retour de biens culturels, also befürworten alle die Rückkehr von Kulturgütern, weil, parce qu'ils pensent que bien compris et bien conduit, le retour de biens culturels est un acte de solidarité autant que d'équité. Weil diese Leute, also diese Franzosen in dieser
die vom Auswärtigen Amt eingeladen wurden, ihre Meinung schriftlich zu verfassen, denken, dass Restitutionen, wenn man sie gut versteht, also wohl versteht und wohl organisiert durchführt, ein Akt der Solidarität und der Fairness sind. Das war 1982, also vor fast 40 Jahren. Und das ist jetzt ein Beispiel aus Frankreich. Wenn wir uns in die Bundesrepublik begeben, stellen wir fest, dass es nicht anders war. Hier war es Hildegard Hamm-Brücher, die Grande Dame des deutschen Liberalismus. Also auch sie keine Anarchistin mit einem Messer zwischen den Zähnen, äußerte auch im Jahr 1982 öffentlich, sehr öffentlich, dass die Bundesrepublik sehr bereit sei, Kulturgüter zurückzugeben. Sie gab ein Interview an die Süddeutsche Zeitung. Sie sehen, 10. August 1982, Frau Hamm-Brücher bei Rückgabe von Kulturgütern großzügig sein und sagte, es sei durchaus denkbar, dass aus Anlass des 100. Jahrestages der Unterschreibung der Schutzverträge mit den ehemaligen deutschen Kolonien Togo und Kamerun in Afrika 1984 Kulturgüter zurückgegeben würden. Also was sie meinte war, 82, dass anlässlich des 100-jährigen Jahrestag der sogenannten Kongo-Konferenz oder Berlin-Konferenz, als die Bedingungen für die Teilung von Afrika festgelegt wurden, sie wollte zu diesem Anlass Kulturgüter nach Togo und Kamerun zurückgeben. Das war im August 82, kurz bevor sie aus der Regierung ausschied oder zurücktrat und eine neue Koalition, weil sie war ja zuständig für Kultur als Staatsministerin im Auswärtigen Amt in der Regierung von Helmut Schmidt. Und dann kam im September 82 Helmut Kohl, neue Koalition. Hildegard Hamm-Brücher konnte dieses Projekt dann nicht verfolgen. Es könnte jetzt der Eindruck entstanden sein, dass diese Debatte, und so heißt auch mein Kapitel, politische Kräfte, hauptsächlich eine politische Bewegung gewesen sei. Ich möchte aber an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass die öffentliche Meinung damals extrem involviert war, extrem informiert war und dass das Thema Restitution in allen Fernsehsendern Europas sehr präsent war. Ich kann leider, wie schon erwähnt, keine Filmauszüge zeigen, aber man findet in Fernseharchiven sowohl des französischen Fernsehens, zum Beispiel TF1, damals gab es drei Sender insgesamt und TF1 ist einer davon, erster französischer Fernsehen. Damals im Juni 78 bei der Abendshow machte zum Beispiel der Star-Journalist Roger Gicquel eine ganze Sendung von fast 10 Minuten über Restitution und kam am Ende der Sendung mit vielen Interviews, auch von Bo, den Sie hier im Hintergrund sehen, aber von anderen auch, zu dem Schluss, dass man Kunstwerke auf jeden Fall manchmal zurückgeben muss nach Afrika als Geste der Fairness und der Solidarität und dass man sich dran halten muss. So war seine Formulierung. Sie müssen sich vorstellen, dass damals Millionen von Zuschauern jeden Abend diese Abendshow gesehen haben und dass die Stimme von Roger Gicquel als also sehr wertvoll ist, um herauszubekommen, wer was wusste oder wovon Marschall sprach in den frühen 80ern. Das, was hier in Frankreich los war, war gleichzeitig in Großbritannien sehr präsent, hier bei BBC 2 mit einer 45-minütigen Reportage zum Thema, wem gehört diese Kunst? Und Sie sehen im Hintergrund hier eine der sogenannten Benin-Bronzen. Das war das Thema, auch hier mit Interviews von Amadou Maktar Mbo, von Ekpo Eyo, die ich vorhin vorgestellt habe, von Museumsdirektoren. Das Ganze um 8 Uhr abends, also ein Thema, das sehr präsent war. Und aber auch in Deutschland, wo die Kolonialgeschichte viel früher aufgehört hatte, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, auch hier war in den 80ern, wurde das Thema durch die sogenannten, damals genannten Massenmedien aufgegriffen. Und eine Sensation war für mich die Wiederentdeckung einer 2,5-stündigen
Open-End-Sendung im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen. Sie sehen an dieser skurrilen, an diesem skurrilen Studio, dass man sich, also dass das eine sehr, sehr große Sendung war, die auch sehr teuer war. Ich konnte in den Akten auch die ganze Produktionsgeschichte rekonstruieren. Sie sehen hier 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also Gesprächspartnerin, 2 Moderatoren, und das Ganze spielt vor einem fiktiven Südseedorf im Lichthof des damals neu eröffneten Bremer Überseemuseum. Hier unter diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren Sozialpsychologen, eine Juristin, eine Museumsdirektorin, also 2 Frauen, aber auch so ein Historiker, Museumsdirektoren etc. Und das wurde, und auch Ethnologen. Und das ganze Thema wurde 2,5 Stunden lang diskutiert. Ich hätte Ihnen zu gerne Auszüge davon gezeigt. Jetzt müssen wir mit ein paar Zitaten vorlieb nehmen. Und zwar unter anderem von dem promovierten Ethnologen Tirmisiou Diallo aus Guinea, der damals in Frankfurt bei Adorno promoviert hatte. Und damals, also wir schreiben das Jahr 84 gerade, Lehrbeauftragte an der Freien Universität war. Ich habe extra seine Wortmeldung jetzt oder eine seiner Wortmeldungen herausgepickt, um Ihnen zu zeigen, dass schon vor 40 Jahren es eine Selbstverständlichkeit war in den sogenannten Massenmedien, dass man auch Vertreterinnen und Vertreter aus den Diasporas eingeladen hat. Das heißt, damals war auch diese Sicht aus Afrika oder von einem afrikanischen Wissenschaftler auch in diesen Medien, in den Wohnzimmern der Bundesrepublik, wenn man so will, durchaus präsent. Er sagte über die kolonialzeitliche Sammeltätigkeit der Europäer oder überhaupt über die Kolonialzeit, dass Afrika ausgebeutet wurde. Diese Ausbeutung, Zitat, war nicht nur materieller Art, sie war auch kultureller Art. Durch die nationalen Bewegungen, führt er fort, sind wir dazu gekommen, unsere Kultur wieder zu entdecken, die man uns sozusagen bis dahin vorenthalten hatte. Und zwar auf zweierlei Ebenen. Einmal auf der theoretischen Ebene und ein anderes Mal auf der konkreten Ebene, indem man uns sie weggenommen hat. Also er erklärt hier, wie die durch die kolonialzeitlichen Praktiken, vor allem der Franzosen und der Briten, die afrikanische Bevölkerung in verschiedenen Ländern ihre Sprachen nicht mehr in der Schule lernte, also die ganze Kultur entwertet wurde durch die Kolonisatoren als primitiv im Gegensatz zur Zivilisation. Einerseits, das wäre seine theoretische Ebene, und andererseits auf der materiellen Ebene, indem diese Objekte eben en masse weggeschafft wurden. Er beendet sein Statement mit diesem Hinweis: Ich denke, man sollte einen Weg finden, in dem soweit von den Ländern verlangt wird, dass sie die Objekte, die für unsere weitere Entwicklung, kulturelle Entwicklung, wichtig sind, zurückzugeben. Auch hier sehr wichtig die Idee, dass diese Rückgaben ein Schritt in die Zukunft oder eine Voraussetzung für eine bessere Zukunft sind. Es geht auch hier um einige Objekte, um die für die Entwicklung wichtig sind, einerseits, und andererseits geht es um die Zukunft. Und das betone ich jetzt sehr, weil wir in der aktuellen Debatte oft denken, es soll darum gehen, alles pauschal zurückzugeben oder Massen von Objekten. Darum ging es nie, nie, absolut nie. Auf afrikanischer Seite ging es immer nur um einige wenige Objekte, die in historischer, sozialer, psychologischer Perspektive wichtig sind oder für als solche erachtet wurde und von denen man sich ja eine positive Wirkung für die für den eigenen Weg in die Zukunft erhoffte. Jetzt stellen Sie sich bestimmt die Frage,
Warum klappt das denn nicht? Also wenn Hildegard Hambrücher, wenn ein Louvre-Präsident ein ehemaliger im Auftrag des Auswärtigen Amtes finden, dass Restitutionen ein Akt der Solidarität und der Fairness sind, wenn schon Restitutionen angekündigt wurden, warum ist es denn oder woran oder an wen und durch welche Strukturen ist es gescheitert? Ein bisschen etwas, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die afrikanischen Intellektuellen, die ab Mitte der 60er Jahre solche Reklamationen formuliert haben, beziehungsweise in politischen Instanzen vorangetrieben haben, irgendwann müde wurden. Also man merkt richtig, wie genau in diesen Jahren 81, 82, nach 15, 20 Jahren des Nicht-Erfolgen von Restitution, trotz Formulare, trotz öffentlicher Bekundung, dass dort die Energie abebbt und dass die Lokomotiven dieses Projektes, Leute wie Amadou Maktar Mbo oder auch Egbo Eyo, zunehmend sagen, wir werden es niemals schaffen, die Europäer werden immer irgendwelche Tricks finden, um das auf die lange Bank zu ziehen, das funktioniert nicht. Das heißt, auf der afrikanischen Seite geht die Energie zunehmend verloren für diesen Kampf und auf der anderen Seite aktivieren sich bestimmte Kreise, und ich komme gleich darauf zurück, um solche Restitutionen oder den Wunsch des Auswärtigen Amtes oder aus der Politik zu verhindern. Sie werden mitbekommen haben, im Dezember, kurz vor der Eröffnung des Humboldt-Forums hier in Berlin, dass der Botschafter Nigerias einige der Benin-Bronzen, die im Humboldt-Forum ausgestellt werden sollen, reklamiert hat. Sie sehen hier einen Auszug aus dem Tagesspiegel, Raubkunststreit überschattet Eröffnung des Humboldt-Forums. Was mich interessiert, ist der zweite Satz unten. Doch jetzt fordert Nigerias Botschafter erstmals öffentlich deren Rückgabe, schrieb Paul Staatsmann. Es eskalierte vor 3, 4 Tagen, warf Nigeria der Bundesregierung Pedanterie im Raubkunststreit vor, auch ein Artikel des Tagesspiegel. Und gestern oder vorgestern, am 15. Januar, hieß es noch, Berlin drückt sich um eine klare Haltung. Und auch hier wurde noch einmal daran erinnert, dass Nigeria die Benin-Bronzen fordert, und zwar seit einem Sommer, seit einem Jahr etwa. So steht das in diesen Artikeln. Die Wirklichkeit ist, dass Nigeria seit 1972 versucht, von West-Berlin, vom Ethnologischen Museum damals in Dahlem, einige wenige Bronzen aus der Plünderung von Benin City, die um 1900 die Berliner Museen auf dem britischen Kunstmarkt erworben hatten, als Dauerleihgabe zu bekommen. Also kurz noch einmal der Satz richtig rum. 1972 schreibt Egbo Eyo einen Rundbrief an verschiedene Museen in Europa, unter anderem nach West-Berlin, an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, um einige wenige Bronzen als Dauerleihgabe zu erhalten für ein Museum, das er in Benin City gründen will. Nigeria hat damals schon 6 gute Museen, aber in Benin City ist überhaupt nichts mehr erhalten, und deswegen möchte er aus Wien, ein solcher Brief ist in Wien im Archiv zu finden, aus London, aus Paris, aber auch aus Berlin einige Dauerleihgaben bekommen. Damals waren an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dieser Herr hier im dunklen Anzug, Hans-Georg Wormit. Er war der erste Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und auf der rechten Seite sehen Sie den Generaldirektor der Museen, Stefan Wetzold. Diese beiden haben ab 1972, ab dem Moment, wo die erste Bitte um Dauerleihgaben Berlin erreichten, haben alles gemacht, um unbedingt zu verhindern, dass es dazu kommt. Ich habe den ganzen Fall rekonstruieren können. Ich erspare Ihnen die Details. Ich zeige Ihnen vielleicht nur ganz kurz eine der ersten Dokumente in diesen Verwaltungsakten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie sehen, wir sind im Mai 1972. Da hatte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz seit einigen Tagen
erfahren, dass Nigeria einige Dauerleihgaben haben möchte. Und da hieß es in einem Protokoll des Stiftungsrates, Punkt 2d, ich lese es einfach vor, die zuständigen nigerianischen Behörden hätte dem Auswärtigen Amt gegenüber den Wunsch geäußert, dass aus dem Museum für Völkerkunde Benin-Bronzen an Nigeria abgegeben werden, das selbst so gut wie keine solchen Bronzen mehr besitze. Es wurde darauf verwiesen, also in der Sitzung, dass Museen anderer europäischer Länder bereits solche Wünsche erfüllt hätten und dass die UNESCO eine entsprechende Resolution gefasst habe. Die zuständige deutsche Botschaft empfehle eine wohlwollende Behandlung. Die Sache sei noch nicht spruchreif, doch werde man aus grundsätzlichen Erwägungen einem derartigen Verlangen wohl kaum nachkommen können. Sie merken hier, dass nur wenige Tage nachdem das bekannt wurde, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz von vornherein sagt, ja, es ist noch nicht spruchreif, also wir haben uns noch keine Gedanken gemacht, aber es ist klar, das werden wir wohl kaum nachkommen können. Und es dauert eine Weile, also bis zum Sommer 72, bis die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Strategie hat und Argumente hat. Aber tatsächlich werden sie sehr bald sich komplett sperren gegen dieses Projekt mit zwei hauptsächlichen Argumenten. Erstens, Berlin hat im Zweiten Weltkrieg genug Kunstwerke verloren und man könne deshalb keine weiteren Kunstwerke abgeben, auch wenn es an einen Staat wie Nigeria gehen soll. Und zweitens, diese Forderungen werden als nationalistische Forderungen beschrieben. Also die afrikanischen Staaten würden diese Kunstwerke nur aus nationalistischen Gründen haben wollen, während die, wenn man sie in Berlin behält, eine universelle Funktion hätten einerseits und zweitens, in West-Berlin besonders wichtig, würde man auch sich damit gegenüber von Ost-Berlin gut präsentieren, denn eigentlich waren die Museen ja auf der Museumsinsel in Ost-Berlin geblieben und Dahlem im westlichen Teil der Stadt war gerade dabei, sich aufzubauen und konnte jeden Bestand behalten. Und das sagen Sie in diesen vertraulichen Briefen oder geheimen Briefen, alles sehr, sehr offen, das kann man sehr schön rekonstruieren. Interessant aus meiner Perspektive war festzustellen, dass damals aus globaler Perspektive die Debatte in den 70er Jahren sogar als deutsche Debatte wahrgenommen wurde. Also die Debatte war hier in Deutschland, in Westdeutschland, viel ausgeprägter als etwa in Frankreich oder Belgien oder sogar in Großbritannien. Und das liegt sicherlich an der föderalen Struktur hier in Deutschland einerseits, also dass viele Museumsdirektoren große Sammlungen unter sich hatten und andererseits, dass um 1900 die ethnologischen Museen in Deutschland extrem viel gesammelt haben, also sehr, sehr, sehr große Bestände haben, viel größer als Frankreich zum Beispiel. Und das, was sie nicht selber aus ihren Kolonien holen konnten, also aus Kamerun hauptsächlich, haben die deutschen Museen damals um 1900, da sie ja sehr reich waren, auf dem Kunstmarkt gekauft. Sie sehen hier an diesem Auszug eines Artikels von 1976, dass Namen vorkommen wie Friedrich Kussmaul, Direktor des Lindenmuseums in Stuttgart, oder Dr. Ganselmeier, Direktor des Überseemuseums in Bremen. Das heißt, die ganze Angelegenheit war nicht nur in Berlin. Es war nicht nur so, dass Nigeria etwas von Berlin, West-Berlin haben wollte, sondern die ganze Bundesrepublik mobilisierte sich, und zwar die Museen sind es. Und darauf wollte ich hinaus. Sie haben vorhin gehört, dass das Auswärtige Amt, Personen wie Frau Hambrücher im Auswärtigen Amt sich mobilisierten zugunsten von Restitution, und die Museen organisierten sich in Westdeutschland und Museumsdirektoren, ausschließlich Männer, um dagegen Widerstand leisten zu können. Sie nennen das selber Restitutionsabwehrstrategien, also das militärische Vokabular ist sehr verbreitet. Ich bin fast fertig, aber ich möchte Ihnen auf jeden Fall noch ein Papier zeigen von etwa 13 Seiten, eine Art Handreichung, die die Museen unter sich in Absprache hier formuliert haben, um gegen solche Restitutionen oder um solche Restitutionsforderungen
handhaben zu können und sie auch zu verhindern. Sie sehen, es handelt sich um ein Papier der deutschen UNESCO-Kommission, aber geschrieben von verschiedenen Museumsdirektoren zusammen. Es ist vertraulich, leider, leider, natürlich. Entschuldigung, es kommt mir so komisch vor, ganz alleine zu reden so lange. Also vertraulich, und Sie sehen hier am Anfang, ich lese es vor, Rückgabe von Kulturgut. Diese Aufzeichnung ist die Summe der Gespräche anlässlich der Sitzung der Arbeitsgruppe Rückgabe von Kulturgut am 31. August 1978 in der Deutschen UNESCO-Kommission Bonn. Und dann kommen auf 13 Seiten lauter sehr schöne Argumente, die man anwenden kann, oder Tricks, die man anwenden kann und muss, um Restitution zu verhindern. Ich zeige Ihnen nur drei Auszüge, die mir für die aktuelle Debatte besonders sprechend erscheint. Hier unter Punkt 1.3.1 geht es um den Begriff der Restitution. Wir haben heute Nachmittag viel über Begrifflichkeiten gesprochen. Hier empfehlen sich die Museumsdirektoren in Westdeutschland, das Wort Restitution gar nicht erst zu benutzen. Ich lese es vor. Da eine Rechtspflicht zur Rückgabe nach den bestehenden Gesetzen nicht vorliegt, muss der Begriff Restitution abgewehrt werden. Sonst entsteht dadurch der Eindruck juristisch unsauberen Erwerbs. Die Museumsdirektoren wollen das Wort Restitution nicht haben, weil im Wort Restitution eine Geschichtlichkeit eingekapselt ist. Es hat Geschichte in sich. Es gibt ein Vorher, es gibt einen Zustand und man restituiert. Und Sie möchten das nicht haben, weil natürlich die Kolonialzeit damit mitschwingt, und schlagen vor, den Begriff zu ersetzen durch andere. Der Begriff Restitution, Rückgabe muss so weit gefasst werden, dass keine moralische Verpflichtung zu erkennen ist. Dies ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Erörterung. In die Diskussion um einen neuen Begriff wurde Transfer eingebracht. Wir sehen natürlich den Unterschied zwischen Restitution mit dieser historischen Tiefe und Transfer, was ja nur horizontal ist, und das hat natürlich keine historische Dimension. Das interessiert mich deswegen, das Vermeiden des Wortes Restitution, weil wir feststellen in aktuellen Diskussionen, dass sehr, sehr oft gesagt wird, ja, wir leihen, also wir werden die Objekte zirkulieren lassen, oder wir gründen eine Agentur, eine Museumsagentur, die dann in Afrika die Objekte wird zirkulieren lassen, etc. Und genau dieser Begriff ist der aber, den Emmanuel Macron benutzt hat, und zwar als erster französischer Politiker seit 200 Jahren. Als er das tat, brach er sozusagen ein Tabu. Das Wort Restitution wurde, jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass wir darüber sprechen, seit 2, 3 Jahren, aber es wurde komplett tabuisiert und Museen haben nie davon gesprochen. Zweiter Punkt, der mich sehr überrascht hat und interessiert hat, ist, dass in einer solchen Handreichung über Emotionalität gesprochen wird. Sie sehen hier Punkt 3.1, Emotionalität. Ich fasse es nur zusammen. Hier heißt es im Grunde, das Thema ist emotional. Wenn wir Emotionen zulassen, sind wir verloren, weil die öffentliche Meinung dann auf der Seite der fordernden Länder. Deswegen müssen wir Emotionen maximal vermeiden. Ich lese hier ab der Mitte des Zitates: Die Länder der dritten Welt sind entschlossen, ihr Kulturgut wieder zu erlangen und daheim zu präsentieren. Dies ist ein weitgehend emotionaler Vorgang, der nicht gesteuert werden kann. Wobei es auch keine Rolle spielt, auf welche Weise die Objekte in die Sammlungen Europas und Nordamerikas gelangten. Und weiter heißt es, immer wenn diese Frage aufkommt, damit keine Emotionen hochkommen, sollten wir immer mit juristischen Argumenten antworten. Also mit der Legalität der Ankäufe und immer auf dieser sachlichen, vermeintlich sachlichen, legalen Ebene bleiben. Das interessiert mich auch deswegen, oder sollte uns sehr interessieren, deswegen, weil natürlich Kulturgüter, Museen, der Zugang zur eigenen Geschichte und ästhetische Emotionen, historische Emotionen natürlich mit Emotionen zu tun haben. Und das Trennen von Museumsgeschichte, Museen als Orte der Bildung, der Kultur, und das Trennen davon, der Emotionen davon, ist natürlich ein Trick, kann man
vielleicht sagen, wir können das auch später diskutieren. Letzter Punkt, der mich interessiert, es sind sehr, sehr, jeder Punkt ist extrem interessant in diesem Dokument, ist die Abteilung Objektverzeichnisse. Hier haben Sie die Museumsdirektoren damals 2.7.2 gesagt, dass sie auf gar keinen Fall Inventare veröffentlichen sollen. Vor der Herstellung solcher Listen, Objektlisten von Objekten aus außereuropäischen Sammlungen, wird sowohl von Seiten unserer Völkerkundemuseen als auch der Kulturverwaltung gewarnt. So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt. Also, wenn wir unsere Bestände publizieren, wecken wir Begehrlichkeiten, heißt das hier, in den Ländern, die diese Objekte nicht mehr haben. Also werden wir ab jetzt, wir schreiben das Jahr 78, nicht mehr veröffentlichen. Und daran haben sich die westdeutschen Museen auch schön gehalten, mit dem Ergebnis, dass sie heute sehr, sehr viel nachzuholen haben. Und im Vergleich zu Großbritannien oder Frankreich, wo alle ethnologische Sammlungen oder die meisten online abrufbar sind und das Ganze sehr leicht und transparent bekannt ist, ist das in Deutschland noch nicht der Fall. Das passiert gerade, aber diese 40 Jahre Verspätung stecken den Museen noch in den Knochen. Aber es ist allerdings eine selbstverschuldete Verspätung, wenn man, wie man hier sieht, da sie sich ja vorgenommen haben, solche Sammlungen nicht mehr zu publizieren, während europäische Sammlungen, Kataloge etc. weiterhin natürlich publiziert wurden, also Gemäldegalerien. So, ich komme zum Schluss. Damals, 78, war ich und war Felwin Saru und waren viele von Ihnen Kinder, manche waren noch gar nicht geboren. Und die Frage stellt sich, was tun wir jetzt 2021, damit diese Debatte, die stattgefunden hatte, die erfolgreich abgewehrt wurde und erfolgreich vergessen gemacht wurde, denn niemand mehr erinnert sich daran. Was können wir tun, damit es nicht noch einmal einschläft? Und da würde ich ganz kurz wieder Bezug nehmen auf diese Handreichung der deutschen UNESCO-Kommission und sagen, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist tatsächlich weiterhin aufpassen, dass wir über Restitutionen sprechen und uns nicht durch andere Formate, die es auch geben kann, zusätzlich oder danach oder parallel, aber dass sie sie nicht ersetzen, Formate wie Zirkulation, Dauerleihgaben etc. Also es geht wirklich um Restitution und darum soll es gehen. Ich glaube, dass Emotionen unbedingt dazu gehören zur Diskussion im positiven Sinne und dass zum Beispiel die Erfahrung des Verlustes oder von Phantomschmerzen, wie sie thematisiert werden von unseren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, durchaus ernst genommen werden müssen und auch unsere Emotionen mit dem Thema mit in die Diskussion rein sollen, auch negative Emotionen, wenn man will, so will. Und drittens, und das ist vielleicht meine Hauptfront, ist die der Transparenz der Bestände, denn solange man nicht wissen kann, was in den ethnologischen Museen in Deutschland unter anderem vorhanden ist, kann man auch überhaupt keine, ja, hat man keine Gesprächsbasis und das ist wirklich die geringste Höflichkeit denjenigen gegenüber, bei denen wir uns bedient haben, dass wir ihnen mitteilen, was hier ist. Ja, und damit möchte ich auch schließen mit auch der Bitte um Entschuldigung, wenn das nicht immer ganz flüssig war, weil ich tatsächlich hier durch lauter Störungen eine schwierigere Situation hatte, als wenn wir in der herrlich schönen Aula gewesen wäre, was mir eine große Freude gewesen wäre.